schon ans Telefon, Eden. Hallo? Wer ist da? Ich bin's. Ach. Entschuldige, ist Brandon noch bei euch? Santana wollte ihn abholen, sie hat es wohl vergessen. Ich bin gerade erst gekommen, ich weiß es nicht. Aber hier ist Rosa, sie wird es wissen. Rosa, es ist Cruz. Danke, Eden. Schon gut. Ja, bitte? Ist Brandon noch da, Rosa? Ja, er ist vor einer Stunde eingeschlafen. Er ist sehr müde gewesen, es war für ihn ein langer Tag. Hat Santana angerufen? Nein, hat sie nicht. Sie wollte schon vor einer Stunde hier sein. Weißt du, dann werde ich jetzt vorbeikommen und ihn abholen. Ist gut. Eigenartig, dass sie Brandon vergisst. Hoffentlich ist nichts passiert. Ich bin sicher, dass sie noch bei einem Kunden ist. Also ich komme jetzt. In Ordnung. Bis dann, Cruz. Was ist los? Was hast du? Was ich habe? Ich durfte nicht hier sein. Du wolltest aber hier sein. Du bist erwachsen. Wir beide sind erwachsen. Wir wissen, was wir tun. Nein, nein, so leicht ist das nicht. Wenn das so einfach wäre, dann wäre es langweilig. Ich weiß, was du willst. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß sogar besser als du, was du brauchst. Oh, bitte. Sag Stopp. Und ich höre auf. Julia, mach die Tür auf. Komm schon. Julia, du sollst die Tür aufmachen. Oh mein Gott. David, oh, ich habe Sie ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Hat mich wirklich gefreut, dass Sie den Prozess gewonnen haben. Mich auch. Ich nehme an, Sie wollen sich jetzt von den ganzen Aufregungen erholen. Naja, das ist der beste Platz dafür. Wo ist denn Ihre nette kleine Freundin? Es ist eine andere diesmal. Oh ja, so mache ich das auch. Sehen Sie, ich meine, ich wechsle meine Freundin und meine Autos am liebsten alle 2 Jahre. Ich würde ja gerne Kaffee kochen, aber er ist leider allein. Nein, nein. Ich weiß doch, dass Sie mit Ihrer kleinen Freundin allein sein wollen. Ich wusste, dass Sie das verstehen. Die wenigsten Leute kommen nur wegen der guten Luft hierher. Ja. Oh, ich bin nicht ohne Grund gekommen. Sie wollten ja was. Was denn eigentlich? Wir wurden Bären gesichtet. Ach ja? Haben Sie eventuell welche gesehen? Gab es Ärger? Nein, ich war noch gar nicht draußen, ehrlich gesagt. Aha. Ja. Falls Sie welche sehen, dann sagen Sie es dem Wirt. Ja, ganz bestimmt, Sieg. Also, ich verschwinde. Jetzt alles gut. Bis bald. War nett. Warten Sie. Auf Wiedersehen. Bitte gehen Sie nicht. Ich will hier nicht durch das Haus schleichen. Wir schleichen nicht, ich wohne hier. Aber wenn dein Vater das erfährt, geht er die Wände hoch. Ach, lass mich nur machen, ich regel das schon. Jetzt nein, komm. Ich will wieder zum Bahnhof. Was? Willst du etwa dort schlafen? Nun komm schon. Hey, hör zu, es geht wirklich klar. Mein Vater wird davon überhaupt nichts erfahren. So können wir nicht weitermachen, Ted. Doch, das können wir, bis wir einen Platz für dich gefunden haben. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Also gut, ich glaube, ich habe inzwischen genug für eine Wohnung gespart. Wir werden um diese Zeit keine Wohnung suchen, also bitte. Verschwinden wir, bevor uns noch jemand sieht. Ich will nicht, dass du Ärger bekommst. Haley, wir kriegen nur dann Ärger, wenn man uns beide hier erwischt. Also bitte. Na also. Gehen wir hinten lang. Rosa? Hast du die Akte gesehen, die das Büro mir rüberschicken wollte? Ja, Eden, ich habe was gesehen, aber es war keine Akte.
Rosa, du sprichst den Rätseln. Also erzähl schon, was hast du gesehen? Es scheint so, als ob sich hier jemand versteckt. Und ich möchte auf gar keinen Fall in der Nähe sein, wenn dein Vater es herausfindet. Es war unglaublich. Ja, das war es. Du scheinst zu frieren? Nein, ich friere nicht. Wir bräuchten jetzt Zigaretten oder Champagner. Nein, oder sowas. Bitte nicht, Kies. Sag jetzt nichts. Gut. Ich kann es gar nicht glauben. Weißt du, ich glaube es nicht. Es war so leicht, so leicht. Bereust du es? Nein, ich bin nur traurig. Ich bin nur traurig, weil es so einfach war. Du musst nicht traurig sein. Er hat ja probiert, ein guter Ehemann zu sein. Wenn das wirklich so gewesen wäre, wärst du jetzt nicht hier. Also bin ich im Recht. Du musst dir deinen Spaß im Leben schließlich selber suchen, wenn er ihn dir nicht gibt. Meiner Meinung nach bist du im Recht. Kann sein. Versprich mir, unsere Beziehung nicht zu beenden, nur weil du Schuldgefühle hast. Nein, nein, das wird ganz sicher nicht passieren. Das ginge gar nicht. Es ist so wundervoll gewesen. Du bist wundervoll. Weißt du, das nächste Mal sollten wir uns bei mir sehen. Nein, ich weiß. Raus nein, aus nein, der Stadt. Nein, ich weiß einen wunderbaren nicht. Ort da oben. Nein, ich möchte noch nichts planen. Wieso? Ach, ich weiß nicht. Ich. Vielleicht sollte ich erst mal über alles nachdenken. Ich kann es noch gar nicht fassen. Du musst Cruz nicht verlassen. Ich kann dein Leben nicht verändern. Ich weiß, du hast einen Sohn. Aber ich würde gern ein Teil deines Lebens sein. Ich habe dich glücklich gemacht und du machst mich glücklich. Ich möchte, dass wir das weiterhin füreinander tun. Ich sehe nicht, wo das Problem liegt. Haley hat mir nur etwas auf der Maschine abgetippt. Sie hilft mir, die nächste Sendung vorzubereiten. Ted, ihr arbeitet an ungewöhnlichen Plätzen. Ich fand gestern Unterwäsche, die in einem der Badezimmer hing. Und ich glaube nicht, dass der Slip deine Größe hatte. Rosa, ich weiß, du meinst es gut, aber ich habe jetzt keine Zeit. Entschuldigt, wir müssen an die Ted. Arbeit. Was? Es wäre nicht schlecht, wenn du mir sagst, dass Haley bei uns ist. Wieso? Wieso denn? Das werde ich nicht tun, Eden. Du bist nicht Dad. Welch ein Glück für dich. Was ich tue und wen ich sehe, geht dich nichts an. Ich will doch nur verhindern, dass du Schwierigkeiten bekommst. Sie hat recht. Ich hätte mich nicht überreden lassen dürfen. Sehen Sie, ich weiß im Moment nicht, wo ich hin soll. Ich habe noch keine Wohnung. Ja. Und nur deswegen hat sie hier übernachtet. Außerdem ist es nicht so, wie Sie denken. Ich habe in meinem alten Zimmer geschlafen und Ted in seinem. Was hätte ich denn tun sollen? Sie auf der Straße schlafen lassen? Nein, natürlich nicht. Also, dann tut so, als hättet ihr uns nicht gesehen, okay? Ted, hör zu. Wieso bringst du sie denn nicht für heute Nacht in ein Hotel? Nein, das ist nicht nötig. Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Eden, seit wann ist es ein Verbrechen, seinen Mitmenschen zu helfen? Eden, es ist dein Vater. Er will mit dir reden. Oh, fein. Eden, sag es ihm. Wieso erfahren das nicht alle? Wir sollten die Sache ans Licht bringen. Hallo? Daddy, ist alles in Ordnung? Und wann kommst du nach Hause? Oh, nein, nein, hier ist nichts weiter los. Ja, bis nachher. Mach's gut. Danke, das war nett. Ich bin doch keine Klatschtante, Ted. Schon gut. Ich finde, so geht das sowieso nicht mehr weiter. Morgen werden wir uns. Ich habe einen Vorschlag. Bleibt heute Nacht nicht hier. Ich meine, bis jetzt ist es gut gegangen, aber das könnte sich ändern. Ich finde, sie hat wirklich recht. Ach, das ist doch lächerlich. Ich meine, nur weil Dad darüber so eine komische Meinung hat, müsst ihr doch nicht die gleiche Meinung haben. Es ist sein Haus und seine Regeln, das ist alles. Ja, richtig. Es ist sein Haus. Es ist sein Haus, also werden wir gehen. Entschuldigt uns. Warte, wohin geht ihr? Ich weiß nicht, aber macht euch keine Gedanken. Jetzt verschwinden wir erstmal aus Dads Haus. Gehen wir. Haben Sie einen gesehen? Ja, drüben am See. Der einzige Bär, den du gesehen hast, war in einem Zoo. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Ich werde Bericht erstatten. Und passen Sie auf. Sie müssen die Augen offen halten, wenn Sie rausgehen. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ich dachte, Sie hätten keinen Kaffee. Das stimmt. Doch. Nun, ich muss sowieso los. Auf mich wartet ein Trapper in Lancaster. Kontrollieren Sie diese Gegend öfter? Ja, wir kommen hier mehrmals am Tag durch. Wieso? Was ist denn? Könnte doch sein, dass ich einen Bären sehe. Ah, nun, dann gehen Sie runter zur Forststation. David weiß, wo das ist. Keine Sorge, Schatz. Wir verriegeln alles. Also, auf Wiedersehen. Warten Sie! Ja, bitte? Ich... Fahren Sie vorsichtig.
Oh, aber ja. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit hier oben. So. Jetzt sitzt du mit mir hier oben fest. Komm mir nicht zu nahe. Jetzt werden wir reden. Und wir haben eine Menge zu bereden, nicht wahr? Oder nicht? Wo hast du es versteckt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du hast es gefunden. In der Tasche war es nicht. Jemand hat einen Stein reingelegt. Und das warst du, Julia. Komm mir nicht zu nahe. Dein kleiner Freund aus dem Gericht erzählte mir am Telefon alles über die Mordwaffe. Was meinst du? Wieso konntest du nicht die Finger davon lassen? Wieso nicht, Julia? Wo ist es? Wieso konntest du nicht einfach alles so lassen? Was sollte ich lassen? Ich hasse es, wenn ich belogen werde, verstehst du? Vergiss doch einfach die ganze Sache. Niemand wird es erfahren. Darauf lasse ich mich nicht ein. Du wirst die ganze Sache wieder aufrollen. Also, wo ist es? Wo ist die Hantel? Also gut, hier ist sie nicht, aber sie muss ja hier irgendwo sein. Wo? Hier? Oder vielleicht hier? Nein, wo ist sie? Wo hast du die Hand hingetan? Sag mir, wo sie ist, dann höre ich auch auf. Du hättest sie beseitigen sollen. Es ist nicht so, wie du denkst. Sie gehört nicht mir. Es ist nicht mehr zu ändern. Ich weiß alles. Ich bring dich um, wenn du es mir nicht sagst. Wo ist sie? Also, wo ist sie? Unter dem Stein. Unter dem Stein, also unter dem Stein. Irgendwo hier. Aber unter welchem denn? Du hast, was du willst, also lass mich in Ruhe. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, ich hätte sie getötet. So sieht es aus. Ja, aber so ist das nicht. Es ist nicht wahr. Ja, wie ich dir nur jemals glauben kann. Nein, Julia, ich habe sie nicht getötet. Ich war es nicht. Und wieso hattest du die Waffe? Wieso hattest du die Waffe? Das heißt aber nicht, dass ich es war. Ich hatte keinen Grund. Unschuldige verstecken aber keine Beweise. Julia, beruhige dich doch. Gut, ist schon gut. Ist schon gut, ist schon gut. Mach mich nicht an. Also hör auf. Sei bitte ruhig. Ich weiß, dass wenn du die Wahrheit wüsstest... Ich kenne die Wahrheit. Oh, du warst so gut, David. Du warst so überzeugend. Und ich war so lange allein. Du bist wichtig für mein Leben gewesen. Und ich habe dir geglaubt. Alles, was du sagtest, habe ich geglaubt. Julia, nicht! Hör zu, halt! Fass mich nicht Beruhige an. Dich doch, Nein, Julia! Weg. Halt! Nein! Na, Julia, mach die Tür auf! Öffne die Tür, verdammt! Du willst es ja nicht anders. Zum letzten Mal, öffne die Tür! Hallo, Rosa. Hallo, guten Abend, Cruz. Entschuldige das Missverständnis. Ist es das wirklich? Soweit ich weiß. Ich hätte gehofft, Santana wäre bei dir. Sie ruft dich sicher morgen an. Mhm. Ich will dir was sagen. Es ist nicht gut, dass Brandon auf diese Art hin und her chauffiert wird. Finde ich auch, besonders in der Nacht. Ich nehme an, du willst jetzt keine weiteren Fragen hören. Ich hätte darauf selber keine Antworten. Cruz, das ist nicht Santanas Art. Tja, weißt du, sie sagte, sie hätte viel zu tun in letzter Zeit. Und sie vergisst Brandon? Wir haben wohl ein paar Probleme. Das ist wirklich nicht zu übersehen. Naja, sie ist wütend auf mich. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß überhaupt nicht richtig, was mit uns los ist. Was meinst du damit? Ich weiß auch nicht. Aber es sieht so aus, als ob ihre Gefühle im Moment mit ihr Achterbahn fahren würden. Es ist ihr Fehler. Nein, ich sage nicht, dass es ihr Fehler ist. Vielleicht sind es die Umstände, weißt du. Vielleicht hatte ich gar nicht das Recht, sie um ihre Hand zu bitten. Ich meine, wir wussten, es würde nicht leicht sein. Also, Cruz, wenn dir etwas an ihr liegt, versuche alles, damit eure Ehe nicht kaputt geht. Ich will nicht, dass sie kaputt geht, aber sie muss auch etwas dazu tun, weißt du. Ich meine... Zuerst habe ich gedacht, dass ich im Laufe der Zeit alles richten würde, aber die Zeit scheint uns immer weiter auseinanderzubringen. Cruz, meine Tochter liebt dich. Das dachte ich auch. Sie ist meilenweit weg von mir, Rosa. Sie kann mir nicht mehr in die Augen sehen. Liebst du Santana? Liebst du sie überhaupt, Cruz? Ich empfinde wirklich sehr viel für sie. Und mehr als alles andere will ich, dass wir wieder eine richtige Familie sind. Dass endlich alles wieder so wird wie am Anfang.
hast mich so glücklich gemacht, Keith. Das hoffe ich. Ich war schon in Sorge. Nein, nein, du warst wirklich fantastisch. So leidenschaftlich. Weißt du, damals in der Highschool, du bist über den Sportplatz gelaufen und ich habe gedacht, diesem Mädchen wird einmal ein Platz in meinem Leben gehören. Ganz schön albern, sowas zu sagen, aber in der Highschool glaubt man an alberne Sachen. Manche hören nie damit auf und manchmal wird es wahr. Woher weißt du so genau, was ich suche? Du hast noch nicht auf meine Frage geantwortet. Du meinst unsere Zukunft? Ja, genau. Ich will dich wiedersehen. Nein, komm doch zu mir heute Nacht. Ich kann nicht. Ich sollte jetzt gehen, glaube ich. Geh nicht mehr zurück. Ich, ja. Es bleibt doch mein Zuhause, selbst wenn mein Mann mich nicht liebt. Und obwohl ich weiß, dass ich ihm nichts bedeute. Cruz hat mich nie verstanden. Vielleicht verstehe ich dich. Ich kann dazu nichts sagen. Entschuldige, ich will dich natürlich nicht drängen. Ich bin für dich da. Würdest du mir etwas versprechen? Was? Versprichst du mir, dass wir immer ehrlich zueinander sein werden? Ich werde dich nie anlügen. Ich fange gerade an, dich zu lieben. Ein Glück. Sonst müsste ich aufhören, dich zu lieben. Ach, das hätte ich wirklich nicht sagen sollen, weißt nein, du, ich nein, meine... Nein, du warst... Es war wundervoll. Und trotzdem, du hast noch etwas. Nein, es ist nur so. Ich bin so verwirrt, ich sollte endlich Klarheit in mein Leben bringen. Ich denke nur an mich selbst und nicht an Brandon oder Cruz. Mein Gott, Brandon. Was ist denn? Ich habe ihn zu meiner Mutter gebracht. Ich wollte ihn schon vor einer Stunde abholen. Jetzt komme ich zu spät. Ich fahre dich. Nein. Nein, man darf uns nicht zusammen sehen. Versteh doch, ich hab's eilig. Tut mir leid, ich muss gehen. Santana! Ich hole jetzt Brandon. Danke, Rosa. Was könnte Santana aufgehalten haben? Geschäfte. Du siehst schlecht aus. Es war ein langer Tag. Es hilft dir nicht viel, mich zu sehen, oder? Nein, gar nicht. Bist du sicher, dass es nicht doch ein bisschen hilft? Bist du deshalb gekommen? Nein, ich bin hier wegen Brandon. Du weißt, unser Chauffeur fährt ihn genauso gut heim. Oder er hätte auf seine Mutter gewartet. Ja, ja, schon gut. Ich kam. Stattdessen. Weißt du, Cruz, ich kann versuchen, dich zu vergessen. Und du hältst dich von mir fern. Aber das läuft nicht. So ist es doch. Eden, ich gab ein Versprechen an Santana, das ich nicht brechen kann. Weißt du, auf der einen Seite bedauere ich sie wirklich sehr, nach allem, was passiert ist. Aber andererseits tut es mir ungeheuer leid für dich, weil du ihr versprochen hast, treu zu sein. Du machst dich selbst unglücklich, weil du dein Versprechen hältst. Der Grund für eure Heirat besteht nicht mehr. Und Santana hat dich aufgegeben. Du hast sie doch gesehen. Sie weiß, dass du sie nicht liebst. Sie weiß, dass du sie nie lieben wirst. Ich kann nicht verstehen, wieso du dein Versprechen hältst. Sie ist meine Frau. Tut mir leid. Es steht mir nicht zu, solche Sachen zu sagen. Wirklich, ich... Nein, 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 es muss dir nicht leid tun.
Es wird zerbrechen. Es ist fürchterlich. Und je mehr ich versuche, etwas zu retten, desto schrecklicher wird es. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist wirklich wahr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, dass du da bist. Nimm ab. Geh endlich ran. Hallo? Wer ist da? Dachtest du, ich würde dich nicht finden? Das ist berechenbar, Julia. Julia, leg nicht auf. Ich will dir nichts tun. Die Wahrheit. Hör zu, auch wenn du mir nicht glaubst, du bist sicher, solange wir telefonieren. Denn das bedeutet, ich bin noch hier oben. Ich kann dir nichts tun, solange wir miteinander sprechen. Woher weißt du, wo ich bin? Die Station hat hier das einzige Telefon. Ich schwöre dir, ich habe Madeline nicht umgebracht. Aber du hattest die Waffe. Das kann ich erklären. Und du wolltest mich umbringen. Julia, wenn ich das, wie du meinst, wirklich gewollt hätte, dann wäre ich dir hinterhergelaufen und hätte dich eben im Wald umgebracht. Ich rufe die Polizei. Also los doch. Die können mir nichts anhaben. Ich wurde angeklagt und wieder freigesprochen. Und du weißt genau, dass es keinen neuen Prozess geben kann. Du hast dich immer nur benutzt. Nein. Ich war verliebt in dich. Hast du das auch zu Madeline gesagt? Julia, ich bin unschuldig. Wieso hattest du dann die Waffe? Ich werde dir alles sagen, aber nicht hier am Telefon. Ich komme rüber, Julia, bitte. Geh nicht weg. Ich schwöre, ich tue dir nichts. Du wirst sehen, ich hatte keine Chance. Ich hätte gar nichts anderes machen können. Du kommst hier nicht her. Du kommst nicht in meine Nähe, verstehst du mich? Ich will nur mit dir reden. Ich komme in ein paar Minuten und werde dir alles erklären. Vermittlung? Vermittlung, das ist ein Notfall. Geben Sie mir die Polizei. Also los doch, die können mir nichts anhaben. Ich wurde angeklagt und freigesprochen. Und du weißt genau, dass es keinen neuen Prozess geben kann. Hallo, melden Sie sich doch. Ist da jemand? Sprechen Sie bitte. Ted, du musst nicht hierbleiben, wirklich. Ich möchte es aber. Ich meine, wer soll dich denn sonst beschützen? Und dich wärmen? Nun, ich denke, der Schlafsack und das Feuer sollten reichen. Schon möglich. Ich will trotzdem hierbleiben. Oh, Ted, komm schon, geh nach Hause. Warum soll ich denn nach Hause gehen? Ich meine, ich fühle mich hier viel wohler als bei den anderen. Weißt du, wie ich gemerkt habe, dass du ein ganz besonderer Mensch bist? Sag schon, wie denn? Weißt du, ich habe festgestellt, dass ich in deiner Gegenwart essen konnte. Wie schmeichelhaft. Oh, nein, ich meine es ernst. Der letzte Junge, den ich kannte, hat mich so nervös gemacht, dass ich 5 Pfund abgenommen habe. Ich empfinde jetzt alles als ganz natürlich. Verstehst du? Ja, weil wir zueinander gehören. Du und ich. Haley. Deshalb lasse ich dich auch nicht allein.
Da ist nur ein Schlafsack. Der reicht für uns beide. Nein, das reicht nicht. Na klar. Du wirst schon sehen. Ted, ich denke, ich bin dazu noch nicht bereit. Bist du jetzt böse? Nein. Erst wenn du soweit bist, dann will ich es auch. Ach, komm schon. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du mir ehrlich sagst, was du fühlst. Okay? Danke. Okay? Okay. Also komm, jetzt gehst du ins Bett. Los, krieg rein. Gemütlich. Ich werde mich hier draußen hinlegen. Nein, Ted, das kannst du nicht tun, sonst frierst du dich zu Tode. Ach, ich bin zäh. Meine Haut ist undurchlässig wie ein Taucheranzug. Da ist das Feuer. Ich habe den grandiosen Mond. Und ich habe dich. Was will ich mehr? Ich liebe dich, Hayley. Ich hätte das wirklich nicht sagen sollen. Ist schon gut. Es ist nur so, dass wir gerade eine schwere Zeit durchmachen. Ja. Ich bin sicher, dass das nicht einfach ist. Du nimmst immer noch dieses Parfum. Magst du es noch? Natürlich. Es war eine sehr gute Wahl, es dir zu schenken. Ich vergesse nie die Nacht, als du es das erste Mal benutzt hast. Bist du glücklich? Glücklich sein heißt für mich, mit dir zusammen zu sein. Aber ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und das hilft. Ja, die Familie ist wichtig. Ja, du weißt ja, wie das ist. Wir feinden uns an, wir bekämpfen uns, aber wenn es darauf ankommt, halten wir zueinander. Und das ist das Einzige, was wirklich gilt. Ja. Bruce, dein Versprechen an Santana, du wirst es nie brechen. Das ist wahr. Ich hoffe, sie weiß das zu schätzen. Denn dir reicht keiner das Wasser, Castillo. Du findest bald einen anderen. Ich will aber keinen anderen. Hi, ich dachte, ihr hättet mich vergessen. Du machst Witze, komm mal her. Wir werden uns einen schönen Abend machen. Darf ich heute Abend noch ein bisschen Fernsehen? Ich weiß, ich bin leicht rumzukriegen, aber für dich ist das heute ein langer Tag gewesen. Ach, komm schon, Dad. Wir werden sehen. Okay? Ich gehe schon. Wir werden sehen bedeutet ist immer nicht nein. Ist ja nicht wahr, das heißt mal sehen. Hallo, Eden, ich möchte Brandon abholen. Sicher, komm. Hallo, mein Schatz. Es tut mir leid, Mommy, ich bin leider etwas spät. Entschuldige bitte, Cruz, dass du dich auf den Weg machen musstest. Kein Problem. Miss Capwell. Oh, hallo. Tut mir leid, ich komme zu spät, aber es ist etwas dazwischen gekommen. Ich bin aufgehalten worden. Also gehen wir. Santana, du siehst zauberhaft aus. Hallo, Cruz. Was bringt dich zu dieser späten Stunde hierher? Eden wollte mit mir über Kelly reden, dachte ich. Sie wollten doch vorher anrufen. Wenn ich vorher angerufen hätte, hätte ich vielleicht Zeit vergeudet, wissen Sie. Also? Wir werden jetzt endlich verschwinden. Du musst nämlich ins Bett brennen. Ja, mach's gut, Rosa. Adios, mein Schatz. Komm bald wieder. Ja, mach ich. Kommst du, Santana? Ja, Liebling. Mama, wir reden morgen, ja? Bist du mit dem Auto da? Nein, ich habe ein Taxi vom Orient Express genommen und als ich dein Auto hier stehen sah, schickte ich es weg. Gut. Fahren wir zusammen nach Hause. Also gute Nacht, Rosa. Macht's gut. Fahr vorsichtig. Mach ich. Gute Nacht. Wünsche ich dir auch, Cruz. Gute Nacht, Mama. Auf Wiedersehen. Wirklich, ein hübsches Paar, finden Sie nicht? Ja, richtig.
Eden, wenn du mich brauchst, ich bin in der Küche. Danke, Rosa. Wollen Sie was trinken? Nein, nein, danke, danke. Nein, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Wissen Sie inzwischen, ob Kelly in ein anderes Krankenhaus verlegt werden kann? Ich habe mit Richterin Conway gesprochen und sie ist der Meinung, dass man die Kompetenz der Klinik, in die Kelly eingewiesen wurde, nicht anzweifeln könne. Hat sie gesehen? Hat sie Kelly gesehen? Sie weiß, dass die Klinik einen sehr guten Ruf hat. Sie muss noch lange nicht gut sein für meine Schwester. Sagen Sie, Keith, waren Sie gerade am Strand? Wieso? Sie haben Sand an Ihren Schuhen. Na, sieh mal an. Santana hatte auch Sand an ihren Schuhen. Aber sie wohnt doch am Strand, oder? Waren Sie schon mal dort? Ja, ein paar Mal, um mit Cruz zu reden. Am Strand ist es wirklich schön in so einer Nacht. Wahrscheinlich, ja. Wissen Sie, mein Vater erzählte mir, als ich noch klein war, sehr viele Geschichten über Strände. Wenn ein Strand reden könnte, dann hätte jeder Sandkorn eine Geschichte zu erzählen. Wirklich? Also, schade, dass ich nicht mehr für Sie erreichen konnte. Gute Nacht, Ihnen. Gute Nacht, Keith. Ted! Entschuldige, ich wollte dich nicht wecken. Oh, Ted, das war höchste Zeit. Wenn ich weiter geschlafen hätte, dann wärst du vielleicht noch erfroren. Ach, nein, nein, es geht schon. Deine Lippen sind schon blau. Oh, komm, so geht das doch nicht. Los rein, der reicht für zwei. Bist du sicher? Ja, komm schon. Na los. Und es macht dir wirklich nichts aus? Nein. Ein Glück. Es ist wirklich irre kalt hier draußen. Du bist ja eiskalt. Ach, das tut wirklich gut. Weißt du, dass ich dich am Leben erhalten will, bedeutet natürlich nicht, dass ich meine Meinung geändert hätte. Sicher, nur weißt du, wenn ich bei dir liege, will ich so nah an dich ran, wie es geht. Das ist ganz schön nah. Ach, ja, das ist sehr nahlich. Wie ich mich auch drehe, du bist da. Und ziemlich eng. Ich weiß zwar noch nicht, wie das gehen soll, aber wir schaffen das. Schlafsäcke sind eine ziemlich gute Erfindung. Ted. Tut mir leid. Ich rück zur Seite. Irgendwie. Oh Mann. Weißt du? Das ist wirklich nicht leicht. Ich schätze, dass es das erste Mal ist, dass ein Mädchen mich bittet, mit ihr zu schlafen und es wörtlich meint. Ja. Nein, nein, nein. Komm schon. Wenn ich aufwache, dann liegst du hier bei mir in meinen Armen. Also wenn du auf dumme Ideen kommst, dann fliegst du ganz einfach raus. Ich will es mir merken. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin sehr glücklich. Ja. Unser erster Abend am Strand. Ich werde ihn niemals vergessen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wirklich alles. So, träum schön. Träum schön.
Julia, ich komme rein. Julia, ich will dir nichts tun. Ich will nur mit dir reden. Ich kann dir das mit der Hantel erklären. Das muss nicht bedeuten, dass es zwischen uns aus ist. Du wirst alles verstehen, wenn ich... Hey, warte. Jetzt mach doch jetzt mal das Licht an. Sehr schön. Achtung, absteigen. Darf ich nicht doch noch fernsehen? Nein, du musst ins Bett. Erzählst du noch eine Geschichte? Na schön, aber nur eine. Zieh den Schlafanzug an und putze die Zähne. Ich komme gleich zu dir. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Santana. Gute Nacht, Liebling. Danke, dass du Brandon abgeholt hast. Ich möchte ihn da raushalten, soweit es möglich ist. Aus was? Ich habe mich lediglich verspätet. Ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Ich sagte Rosa, dass du wahrscheinlich zu tun hast. Du meinst, du willst von mir eine Erklärung? Nein. Ich war so lange im Orient Express. Das sagtest du schon. Es tut mir leid, ich hätte anrufen müssen. Schon gut, das nächste Mal weiß ich Bescheid. Du solltest dir keine Gedanken machen. Ich passe schon auf mich auf. Kann ich mir gut vorstellen. Was meinst du damit? Ich meine, ich bin ein viel besserer Detektiv, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Mein liebster Cruz. Was würde ich dafür geben, dich umarmen zu können? Ich bin diese ewigen Smalltalks einfach leid, wo wir doch nichts anderes wollen, als uns einander in die Arme zu fallen. Ich weiß, du stehst zu deinem Versprechen. Ich liebe dich dafür. Aber wieso musst du nur so unglücklich sein? Das verdienst du nicht. Wir beide nicht. Es gibt keinen anderen Mann für mich, Cruz. Zu suchen wäre Zeitverschwendung. Und ich bitte dafür, dass wir zueinander zurückfinden. Es gibt für mich nur eine Liebe. Deine. Das darf ich nicht. So geht es nicht weiter. Mach das Licht an. Leg das Ding weg. Rühr dich nicht von der Stelle. Du wirst sie doch nicht benutzen. Wehe, du machst... Schon gut. Noch einen Schritt. Gut, ich verstehe. Ich will dir nur erklären, was mit der Hantel war. Würdest du bitte dazu sagen, was es wirklich ist, David? Es ist eine Mordwaffe. Ich will dir nur erklären, wieso ich sie versteckt habe vor dir. Schon gut. Ich weiß doch, wieso. Weil du Madeline damit getötet Nein, hast. Nein, Sheila war es. Sie tat es. Ich habe nur... Sheila, ich dachte nur, ich könnte sie irgendwie decken. Ich weiß, du hast das irgendwie für meine Schuld gehalten, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und wen wolltest du decken? Sheila. Sie ist die Mörderin. Ich glaube dir kein Wort. Es ist wahr, Julia. Ich habe dir doch gesagt, wir hatten eine Affäre. Sie war eifersüchtig auf Madeline. Oh, also eine Affäre ist es gewesen. Tatsächlich. Sheila hat also vor Gericht die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Genau, aber nur über die Affäre. Sie hasste Madeline. Sie wollte, dass ich sie verlasse, aber ich konnte nicht. Deswegen hat sie getötet. Als ich an diesem Tag in den Bungalow ging, wusste ich genau, was passiert war. Das Gewicht lag direkt neben Madelines Körper, befleckt mit Madelines Blut. Es war Sheilas Gewicht, ein äußerst ungewöhnliches Gerät. Sie hatte einen Fitness-Tick. Ich war dabei, als sie es gekauft hat. Wieso hast du es versteckt? Wieso hast du das getan? Ja, wie gesagt, ich wollte sie eben decken.
Ich war verliebt in sie. Ich wollte nicht, dass man sie schnappt. Oh, ist das süß. Du warst verliebt in die kleine Sheila. Das war ich. Und dann traf ich dich. Solche Worte sind nichts Ungewöhnliches für dich, nicht wahr? Es ist wahr, ich will dich nicht verlieren, bitte. Was ist mit Sheila, David? Es ist vorbei mit mir und Sheila, das sagte ich doch. Es ist vorbei, seit wir uns kennen. Ich nutze sie aus, um mir zu helfen. Was war denn falsch daran? Zumal ich ihr geholfen habe, dem Albtraum, den ich durchmachen musste, zu entgehen. Ist es aus mit ihr? Ja. Und weiß sie das? Kann sie das akzeptieren? Sie hat keine Wahl. Sie muss blind sein, wenn sie nicht sieht, wie sehr ich dich liebe, und das tue ich. Ich liebe dich. Ich habe immer noch den verrückten Wunsch, dass wir beide irgendwann mal heiraten und dann irgendwo zusammenleben. Waffe runter! Sofort! Überrascht, Liebster? Oh, wie romantisch! Ihr zwei seht so süß aus, wie ihr da steht. So süß, nur leider sprang ich jetzt die Party. Hat David Ihnen gesagt, wie viel Temperament ich habe? Ich verliere nur ungern die Nerven. Besonders mit einem Colt in meiner Hand.